A wonderful Savior is Jesus my Lord. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Losung und Lehrtext. Der Monatsspruch heute ist, oder diesen Monat, seid stets bereit, jedem Rede Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die euch erfüllt. Im Moment erfüllt mich die Sonne auch ziemlich. Und ich glaube, ich muss die Mütze aufsetzen. Okay. Ja, mit anderen Worten, wir sollen bereit sein, jederzeit Rechenschaft abzulegen. Und jedermann, der es von uns fordert. Was für eine Aussage, gell? Das klingt fast so ähnlich wie ein bisschen dieses Wort, das man seinerzeit bei den Pfadfindern gelernt hat, stets bereit zu sein. Ein Spruch von Lord Robert Baden-Powell, der Gründer der Pfadfinderbewegung, der hat gesagt, seid bereit, bedeutet, dass ein Pfadfinder jeden Moment in der Lage sein muss, seine Pflicht zu tun. Ja, also jetzt wissen wir es auch. Ich nehme an, dass er diesen Gedanken eigentlich auch aus dem Petruswort hatte. Ich weiß zwar nicht, ob er auch wirklich überzeugter Christ war, aber ich könnte es mir schon gut vorstellen. Und von daher wahrscheinlich diese Parallelen, die da in diesen beiden Aussagen zu finden sind. Also praktisch jederzeit bereit sein. Ich glaube, eine weitere Aussage bei den Pfadfindern war, jeden Tag eine gute Tat. Ich weiß nicht, ob wir das in der Bibel finden, aber wir haben sowas Ähnliches, wie es tut Gutes an jedermann, am allermeisten, aber an des Glaubensgenossen. Ja, also man merkt schon, dass da einige Informationen, die wir aus der Bibel bekommen, auch in säkulären Bewegungen Niederschlag finden. Ich glaube, da gibt es eine ganze Liste von diesen Dingen. Ja, aber schauen wir uns einmal den Losungstext an. Das war jetzt der Monatseinstieg für den April. Das ist ja der 1. April. Und auch Ostersonntag, der uns auch wieder einfach erinnert, dass wir einen lebendigen, auferstandenen und vor allem auch wiederkommenden Herrn haben. Und im Losungstext wird uns ans Herz gelegt, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht und helft den Unterdrückten. Ja, eigentlich auch wieder in der gleichen Richtung. Wir sollen die Augen und die Herzen offen haben, um Gutes zu tun. Und dort, wo Unrecht geschieht, da sollen wir dem entgegensteuern, entgegenwirken. Und denen sogar helfen, die dieser Hilfe bedürfen. Aber der Lehrtext jetzt, der ist auch wunderschön. Agabus sagte, eine große Hungersnot wird über die ganze Erde kommen. So geschah es dann auch während der Regierungszeit von Kaiser Claudius. Da beschlossen die Jünger in Antiochia, die Brüder und Schwestern in Judäa, zu unterstützen. Aus der Apostelgeschichte 11, Verse 28 und 29. Ich glaube, dass das ein sehr aktueller Text eigentlich auch ist. Ne? Denn es gibt viele Brüder und Schwestern, die jetzt auch in so einer Situation sind, die Not leiden, die, ja, die bedrängt werden, verfolgt und aus ihren Häusern und Wohnungen rausgebombt. Und da sollen wir unser Herz und vor allem auch unsere Geldtasche nicht verschließen und nach Möglichkeit einfach mitzuhelfen, dass denen dann geholfen wird. Möglichkeiten gibt es sicherlich. Man muss nur bereit sein zu helfen. Also mit dieser Ermutigung und Ermahnung
schließe ich auch wieder heute unseren Losung- und Lehrtext treffen, unseren Losung- und Lehrtext treffen und möchte mich einfach bedanken bei den Freunden und Geschwistern, die eigentlich auch regelmäßig da immer wieder dabei sind und sich die Mühe machen, sich das anzuschauen, anzuhören und vor allem auch weiterzuleiten. Ein recht herzliches Dank dafür. Servus. That shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love and covers me there with his hand. And covers me there with his hand. A wonderful Savior is Jesus my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love and covers me there with his hand. Covers me there with his hand. With numberless blessings each moment he crowns, and filled with his fullness divine, I sing in my rapture, O glory to God, for such a Redeemer as mine. He hideth my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He covers me there with his hand. Been clothed with his brightness, transported I rise to meet him in clouds of the sky. His perfect salvation, his one wonderful love, I'll shout with the millions on high. He hideth my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hides depths of his love and covers me there with his hand, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand.